Hier zu Stardew Valley. Wieder mal mit neuen Mikro-Headset. Es wird sonnig und klar die am nächsten Tag. Und ja, ich habe mir nochmal ein neues Headset angeschafft. Alter, geht's hier los. Wir haben Sommer. Ganz wichtig, wir haben ehrlich Sommer erreicht. Unsere Spitzhacke müsste heute fertig sein. Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen einfach mal gucken. Haben wir unsere Spitzhacke? Ja, nee, Moment. Wir haben doch alles, oder? Hier, eben einmal sortieren. Kommt die Gießkanne sonst nicht immer nach vorne? Die Spitzhacke haben wir ja sogar da. Dieser Stein, der hat mich so aufgeregt. Okay, sortieren wir mal aus. Wie heißt das Zeug? Alwyn Bar. Und ja. Wir müssen mal mitnehmen. Frozen hier. Blacksmith can break this open for you. Blacksmith? Was heißt Blacksmith? Keine Ahnung. Kann ich 100 Pro beim Dings aufmachen. Einen brauchen wir davon nur. Günther kann mir mehr davon erzählen. Günther. Können wir gleich einschmelzen. Nehmen wir mal 5 Stück von mit und Kohle auch. Das ist für Emily. Nehmen wir auch direkt mal mit. Ah, ich muss jetzt hier ehrlich ein bisschen looken. Auch wenn wir jetzt, glaube ich, alles haben dürften. Zumindest für den Tag. Denn heute steht natürlich an, neues Feld aufbauen. Kann ich die schon bauen? Kann ich die Sprinkler bauen? Wir können Transmutbaren herstellen aus 3 Kappa, also 3x Kupferbahn. Wir können Sprinkler. 4 Felder. Ich bin dafür. Das machen wir auch. Einfach aus Prinzip. Ein Kappa Bar, ein Iron Bar. Wie sieht's aus? Metallen. 2 Felder. A8. Weil wir ja langsam anfangen müssen. Ah, ich will damit anfangen, Fortschritt zu machen, was die Felder angeht. Die sollen ja auch designtechnisch langsam besser werden. Nennen wir es so, besser werden. Das heißt, wir machen erstmal 2 Felder. Ah, 2 Sprenkler, ne? Okay. Wie genau ich das jetzt gleich hier alles platzieren werde, muss ich nochmal schauen. Das kriegen wir noch nicht weg. Aber wir können ja hier schon mal überlegen. Ich habe doch die Hacke dabei. Es muss auf jeden Fall nebeneinander sein. Wir brauchen eine Vogelscheuche. Du darfst nach oben. Alles, was der Günther uns macht, beziehungsweise das kann alles nach unten. Ich habe es da oben gerne frei. Dann machen wir uns Platz, indem wir Kohle und so hier reinschmeißen. Und dann bin ich dafür hier. Und einfach mal an abzuzählen. Also, die Felder sind auf jeden Fall bewässert. Hier kommt ein Stein drumherum. Also einmal Stein. Da kommt Stein hin. Da kommt eine Vogelscheuche hin. Stein. Alter, ich habe mich sowas von verzählt. Ich brauche Steine. Steine, tralalala. Da. Nehmen wir alle mit. Kann ich... Erstmal ein ganz normaler Steinweg muss her. Und guten Tag, Mrs. Unicorn, beziehungsweise guten Abend. Komm, Paul, basteln wir mal ein paar Steinchen. Hier so ein Steinweg. Denn so aus dem Kopf ist das echt nicht ganz einfach. Erstmal hier drum. Ein Feld muss noch hoch. Ich habe das Gefühl, ich habe mich brutalst verzählt. Und auch total falsch platziert. Zeit reicht noch. Wir müssen gleich noch in die Stadt hier eben darunter. So, das ist doch gar nicht so schlecht. Hier kommt gleich eine Vogelscheuche rein. So. Damit habe ich den Grundsatz, wo ist die Spitze? Ich übersehe die immer. Das heißt, da kommt der Sprenkler hin. Das mache ich gleich fertig, nachdem wir in der Stadt waren. Das kommt alles da rein. Behalten wir erstmal in Inventar. Moment, Holz kann hier rein.
Was können wir schmelzen? Wir können Kupfer und Eisen. Eisen brauchen wir auch ein bisschen mehr jetzt. Eisen kann ich, glaube ich. Soweit alles passt perfekt. 5 Kohle brauchen wir. 5 Kohle, nicht 15. So. Das ist doch gut so. Dann wollen wir mal zum Schmied joggen und zu Günther. Oh, der erste Montag im Sommer. Die Schmetterlinge fliegen, die Felder, die Wiesen sind grün. Das sieht aus, als ob man damit interagieren könnte. Naja, gut. Dann wollen wir doch mal. Nachdem wir bei den beiden waren, gehen wir hier auch Samen kaufen. Ich bin ja gespannt, was wir so anzupflanzen haben. Ich habe nämlich keinen Plan, was es im ersten Jahr gibt. Beziehungsweise keinen Plan mehr. Ich wusste es mal. Gut, erstmal hier zu Günther. Günther, der Treckerfahrer hier. So, moin, wir haben was für dich. Wir hätten Schriftrollen. Eine Schriftrolle. Ansonsten nur noch so komisches Zeug, was da im Boden war. Haben wir ausgekramt. Du kannst damit sicher noch was anfangen. Leider keine Rewards. Kann ich die Mülltonne durchsuchen? Warum hat der Geo in der Mülltonne, wenn der Schmied, der die aufbrechen kann, da oben ist? Aber interessant, dass das geht. Sollte ich vielleicht ab und zu machen. Okay. Moin, wir wollen ein paar Sachen kaputt machen hier. Sehr schön. Ich dürfte der aber schon haben. Ich meine es gerade zu sehen, gesehen zu haben. Was ist das denn? Hämatit. Könnte eine Krankheit sein. Frozen Tear. Wait. Alter, sind das so Namen wieder? Super. Günther und Günther. Kriegen wir hin, machen wir hier einmal runter. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwas von dem. Wir haben ja inzwischen auch schon ein bisschen was gespendet, ne? Donations. Und dann hier kommt. Ja, da haben wir schon wieder was. Wenn man hier jetzt mal durchzählen würde, habe ich jetzt keine Lust drauf. Kommt man bestimmt auf ein paar Spenden. Ah, ich habe das Spielwort nicht abgeholt. Immerhin ein Spiel, wo es kaum Ladezeiten gibt. Wir haben ein Bild. Junge, wir schuften in den Minen. Wir müssen gegen Monster kämpfen. Wir drehen jeden Stein um. Und er schenkt uns ein Bild. Soll er uns doch einfach Geld geben? Bin ich mit zufrieden? Die Tonqualität ist besser, ja. Das wurde mir vorhin schon einmal beim Zocken gesagt. Aber es könnte immer noch zum Knatschen kommen. Ich wollte die Blume mitnehmen. Das wurde mir nicht auch gesagt, es hätte ein paar Mal geknatscht. Ich ziehe langsam daraus auch die Vermutung, dass es dran liegen könnte, dass der Controller kaputt ist. Den gibt's Odd of Fish Alive. Catch. Nein, Angeln. Angeln ist nicht mein Ding. Ganz ehrlich. Ich mag Angeln hier nicht. Melonen. Moment, hier war doch hier Hopfen. Wir pflanzen Hopfen. Wer reich werden will, pflanzt Hopfen. Das pflanzen wir nämlich auch. Auf 3, 4, 5, 9 Felder. 9 Felder? 8 Felder. 3, 3, 3, 9, 8. Ja. Auf 8 Felder pflanzen wir auf jeden Fall Hopfen. Ich weiß, ich habe mich verzählt. Das ist nur Deko. Hopfen. Dann wollte ich gerne noch was, was sich leicht anpflanzen lässt. Dafür werden wir auch kein spezielles Feld anlegen. Also nicht so designt. Und billig soll es auch fürs Erste sein. Ich möchte ein bisschen Geld immer in der Hinterhand haben. Aber wir fangen jetzt an, größer zu denken. Wir denken bedeutend größer. Darum 3, 30? 30 ist übertrieben, oder? 15. Ich meine, unsere Gießkanne macht jetzt 3 Felder auf einmal. Das entspricht einem relativ nicht kleinen Feld. Machen wir 18 draus. Ich weiß, meine Theorien, die ich hier an nicht kleinen Feld aufstelle, sind echt super. Bisschen Geld will ich auch wieder reinholen. Grasstarter brauchen wir, glaube ich, nicht. Damit bin ich jetzt grundauf zufrieden. Dann laufen wir mal zur Farm, machen unsere Felder fertig. Das wird noch genug Arbeit.
sein. Ich weiß gar nicht, ob Emily oder so Blumen mag. Werden wir herausfinden. Oh, da oben liegt was. Das will ich mitnehmen. Jetzt hier, komm. Es geht doch. Spiceberry. Da habe ich jetzt auch total vergessen, vorbeizuschauen bei der. Aber dadurch, dass wir ja rein zufällig an ihrem Geburtstag was geschenkt haben, stehen wir ja nicht schlecht bei ihr. Hier erstmal aussortieren. Ein wenig aussortieren natürlich. Das behalten wir erstmal. Das Bild packe ich aus Prinzip hier rein. Ich weiß, ich mache die Truhen 3-4 Mal auf, bis ich einen sortiere, aber da kommt man schnell durcheinander mit. So, hier rein. Was war das denn da? Wir brauchen mehr Weg, das zähle ich aber auch nicht ab. Was ist das denn? Place on the ground, okay. Ich nehme da jetzt einfach mal so 50 mit. Ich zähle jetzt nicht ab, wie viel ich davon brauche. Das soll einfach vor mir herlaufen. Kann man das irgendwie aktivieren? Jetzt, nein. Mit Viereck. Jetzt habe ich es aber falsch platziert, okay. Also mit Viereck platziert man immer eins vor einem, okay. Lassen wir eben aus, mache ich im Nachhinein. Ein Feld. So. Ja. Hier, zack. Ich weiß nicht, kann man noch andere Wege später machen? Weiß ich gar nicht so genau. Wo ist unsere Hacke? Da ist unsere Hacke. So, eben hier ein bisschen. Damit haben wir die ersten Felder. Ist doch super. Haben wir Hopfen? Wir haben Hopfen. Dünger. Düngen tun wir natürlich auch. Das Zeug soll direkt eine super Quali kriegen. Okay, ja, hier mit dem Dünger geht ja easy. Braucht man einfach gedrückt halten und aufpassen, dass man über die richtigen Felder läuft. Und Hopfen pflanzen. Der Nachteil an Hopfen ist jetzt, dass man da nicht drauf treten kann. Aber wenn sich da nichts geändert hat, ist Hopfen jeden Tag reif. Und das ist einfach klasse. Wir haben zu wenig Hopfen gekauft. Ich hatte zwei Felder. Ich Genie. Wir gießen sie schon mal und tun im Nachhinein Hopfen. Ja, drei Felder, da lag ich doch richtig. Ah, wir kommen noch rechtzeitig zum Laden. Ich meine, der macht erst um... Macht er um 4 zu. Ich renne einfach mal los. Nein, sonst vergesse ich zu gießen. Ich bin sehr unentschlossen. Das kann nicht so weitergehen. So, hier oben hin. Da gießen wir nochmal. Ich hoffe, der Laden hat länger auf. Wir gucken. Wir können ja nachschauen. Wir haben die Karte. Der macht zu um 6 PM. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da marschieren wir nochmal hin. Hopfen möchte ich mehr haben. Wir hätten jetzt einmal Hopfen gepflanzt, wir brauchen noch 7. Kriegen wir hin. So, dann marschier mal los, Junge. Und da sind wir schon. Ja, diese Angelquests, die mache ich nicht. Ich angel wohl hin und wieder aus Fun, aber da muss man sich nicht jedes Mal antun. Hopfen hier, 7 Stück. So, nehmen wir mit. Das Toy packen wir auch schon mal da hoch. Pflanzen wir auch noch an. Gießkanne muss gleich einmal voll gemacht werden. Oh, dieses Hin- und Herlaufen, das ist doch ein bisschen anstrengend. Vor allem diese Hintergrundgeräusche, jetzt hier in diesem Zwischending, da habe ich lieber Musik. Jetzt hier auch noch. Ich mache die Gießkanne jetzt einmal voll. So. Und... einmal hier pflanzen. Da auch. So, da ich, wie gesagt, hier kein spezielles Feld draus mache. Ich bin jetzt überlegen, machen wir nach unten? Ja, komm, wir machen es nach unten. 18 Felder. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Felder nach unten und 3 breit.
Oh, da will ich eigentlich noch ein zweites von anlegen. Kann man vielleicht im Nachhinein machen. Einmal düngen hier. So, zack. Das Gießen gleich nicht vergessen. Und... ach, so würde ich auch echt gerne pflanzen können. Einfach drüber rennen und hinwerfen. Jetzt hier einmal drüber. Alles einmal mit der Gießkanne. Machen wir mal hier von der Seite. Damit haben wir jetzt ein paar Felder. Nochmal Pflanzen kaufen ist nicht mehr drin. Da haben sie schon zugemacht. Aber wir brauchen noch eine Vogelscheuche. Da können wir direkt die hier nehmen. Wo ist die Spitzhacke? Ah, ich übersehe die Spitzhacke aufgrund der Farbe ständig. So. Dann, wie machen wir das mit dem Weg? Ich finde hier drum... ah, kann man... hoppla, die das kleine Ding packe ich da gleich weg, die beiden. So, hier... ja, ja, das kann man durchgehen lassen. Ja, ich will das da nicht reinwerfen. So. Ja, das kann man durchgehen lassen bis hierhin. Dann würde ich hier auch einen schönen Weg ziehen. Fabi42, guten Abend. So, ich höre dich doch schon wieder fliegen, du blöde Fledermaus. Wo bist du? Warte, erst baue ich einen Weg. Du hast nicht Priorität hier. Da mache ich wieder 50 Stück von. Und zack. So, wo fliegst du rum? Da oben. Oh, da habe ich ein bisschen gepennt. Jetzt komm her, hau nicht ab. Bla 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 bla. Hier, weg damit. Kann ich da hoch? Ja. Ja, das lassen wir mal so. Das sieht doch fast vernünftig aus. Das lassen wir hier erstmal so. Das, wie gesagt, da mache ich nichts Spezielles draus. Ein bisschen aussortieren, was wir dabei haben. Rein damit. Stein, glaube ich, brauchen wir morgen nicht. Dünger kommt auch raus. Stein kann damit auch wieder weg. Und dann gehen wir einfach mal pennen. Wir haben es ja jetzt schon 8 Uhr. Ja, die ersten Tage im Monat sind immer die schwersten. Nee, ich trinke jetzt keinen Schluck. Das hebe ich mir noch auf. Ja, das Speichern dauert jetzt wieder lange. Geht doch. Und einmal den Wetterbericht. Und Fortuna... ist das Fortuna Teller? Nein, habe ich vertauscht. Hoppla, Wetterbericht. Sunny und klar. Also, schönes Wetter morgen. Finde ich sogar schlecht. Jetzt wird hier gegossen. Das heißt nur noch hier die... jeweils am Rand, weil wir die Billigsprenkler haben. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. So. Wir brauchen unbedingt so schnell es geht die Quality-Sprenkler, obwohl wir die jetzt in diesem Monat, glaube ich, gar nicht mehr reinkriegen. Ich weiß nicht, wie lange Hopfen steht. Ich glaube, das wächst sogar noch im Herbst weiter. So, hier das kleine Feld. Ich glaube, da bauen wir noch ein Feld an. Man sieht ja hier... gleich 7 Uhr und wir haben eigentlich alles gegossen. Da holen wir uns noch ein Weedfeld dazu. Ja. Das soll ja nicht zu leer aussehen hier. Das soll ja zumindest so aussehen, als ob wir arbeiten. Die Gießkanne wieder füllen. Die Bäume wachsen auch, das ist nicht schlecht. Auch wenn ich jetzt lieber Stein hätte. Ich glaube, hoppla, falsche Waffe sage ich schon, ey. Falsches Werkzeug. Ich glaube, wir werden uns auch mal erkundigen, was denn die Gebäude alles an Materialien kosten. Eventuell lege ich mir doch ein paar Tierchen zu. So, hier die Bäumchen runter und direkt neue Pflanzen. Und Baumfeld und das Steinchen. Hier Baumstamm machen wir auch noch kaputt. Pflanz doch, da geht doch. Du sollst... geht doch. Ja, der stellt sich ab und zu blöd an.
Und wir brauchen unbedingt eine bessere Axt. Ich will diese Baumstümpfe weghaben. Das wird doch immer mehr. Dann können wir hier aber auch eine Vogel... Ah, hier gibt es leider keine Mitte. Es muss symmetrisch sein, sonst kriege ich einen Anfall. Nee. So, Holz hier auch raus. Wir nehmen da erstmal nichts mit hin. Wir fragen einfach mal so ganz freundlich nach. Ja, wie ist es denn? Was brauchst du, damit du uns da einen Stall hinbaust? Jetzt erstmal wieder zu Pire ein paar bisschen Wheat holen. Wie viel hatten wir? 18. Machen wir gleich nochmal. Kostet ja nichts. Diese 10 oder 5 oder was es gekostet hat. Wie teuer ist der Rucksack? 10, ne? Ja. Könnten wir uns diesen Monat eigentlich leisten, da Wheat. Und 18. Wir haben doch noch Starfield Seeds bekommen. Ist das ein Baum? Ich weiß nicht. Da kann man aber nochmal nachschauen. Hier die Mülltonne einmal. Nichts bekommen. Community Center lassen wir immer noch beiseite liegen. Aber langsam kommen wir auch an die finanziellen Mittel, um uns bei der Joya Corporation zu melden und da die ganzen Sachen zu kaufen. Ey, arbeitest du heute nicht, du olle Schroller, ey. Lass mich raten, wenn ich auf. Wenn ich jetzt auf der Map gucke. Hier oben. Open 9 und. An den meisten Tagen. Lass mich raten, ich habe auch keinen Amethyst dabei. Nope. Jetzt hätte ich gesagt, wir gehen zumindest kurz bei Emily vorbei. Das können wir heute Abend noch machen. Die können wir gleich mal suchen gehen. Ich habe nämlich keinen Schimmer, wo die sich im Normalfall aufhält. Die Problematik ist, was ich gerade sehe, ausdauertechnisch. Gut, wir haben jetzt 2 Bäume gefällt. Achso, das war die Katze. Die hat sich da geleckt. Ich dachte, hier ist irgendwo ein Schleim. Das dürfte noch gehen. 1, 2, 3. Ja, das geht. Alter, der Bildschirm hat so komisch gewackelt. Ja, man sieht ja, wie lang es sein muss. Einmal hier noch runter marschieren. Jetzt brauchen wir aber auch wieder Dünger. Ohne Dünger pflanze ich nicht gerne. So, hier. Falsche Tour. Hier ist Dünger. Starfield und wir haben auch Melonen. Im Sommer, ne? Ja. Pflanzen wir auch mal hier. Erstmal. Starfield, ich weiß nicht, wie sich das jetzt verhält, wenn ich es gleich pflanze. Im Sinne, ob das überhaupt. Ja, was das ist? Ist das so ein. Mit Stab, ein Baum? Oder was das sonst für ein Dreck ist? Erstmal unser Wheat hier. Unsere kleine Wheat-Plantage. Kann man immer zweideutig denken. Wheat. So. Dann haben wir das auch. Hm, wo pflanzen wir denn unsere Starfield? Ich glaube einfach mal hier so neben, oder? So, hier. So ein Loch und dann Dünger und. Das Problem ist, diese einzelnen Felder, die vergesse ich immer. Haben wir vielleicht wilde Saat? Wilde Saat irgendwo. Ja. Sollen wir das machen und jetzt einfach mal ein paar Tage wirklich auf Landwirtschaft setzen? Ich glaube ja, oder? Ich hatte doch noch irgendwo Melonsaat. Ja, hier 9. Ich mach das jetzt. Ach komm. Erweitern wir unsere Plantage hier mal direkt. Früher oder später wäre das eh passiert. Irgendwie Löcher wegmachen. Ich treffe einfach nichts hier. Stein habe ich jetzt nicht dabei. Das heißt, ich muss abschätzen. Ein Feld. Vogelscheuche. Den machen wir hier, glaube ich, nur mal eine Verbindung. Ne? Also ein Feld. Ein Stein. Nächster Stein. Und dann dürfte vor mir. Falsche Waffe. Das Feld sein, oder? Das ist 1, 2 Felder, ja. Weg und dann fängt es da neu an. Dann ist hier die Mitte und dann passt das. Das muss alles immer ordentlich abgezählt werden. Sonst ist das am Ende schief. Ich habe das Düngen vergessen.
Ich habe das Düngen vergessen. Tralala, hier so, dann. Zumindest mehr als die Hälfte ist gedüngt. Auf einmal werden die Samen lila, sehr schön. Da uns mal eben so ein bisschen Ordnung hier, komm. Und ich glaube, wir bringen jetzt mal die Axt langsam zum Schmied. Wie teuer war das? 2,5 oder so, ne? Ne, 500. Was war... Ah, ich merke mir das alles nicht. Ist das schrecklich. Die hat noch ein bisschen auf. Das können wir gleich noch machen. Die wilde Saatpflanze war doch noch nicht. Ey, ich verwechsel alle Truhen hier. Ja. Haben wir das gegossen? Ja, oder? Ja. Vergesse, ich bin hier auch noch. Holz. Fiber. Haben wir genug Kupfer? Barren? Nein. 25 nehmen wir da mal raus. Mit Kupfer kommt man ja doch schnell. Vielleicht noch was anderes. Ja, hier Quarz können wir im Nachhinein noch pflanzen. Ja, komm, wir bauen Quarz einfach mal im Garten an. Warum fangen wir da nicht auch direkt mit Diamanten an? Einfach mal hier im Boden vergraben und ein paar Tage später kommt da auch ein Diamantenbaum raus. Warum nicht? Machen wir es mal. Auf gut Glück. Wenn wir Pech haben, finden wir den Diamanten nie wieder. Aber dann hat man halt Pech gehabt. Ich kann ihn noch nicht kaputt machen, ne. Wir könnten jetzt langsam auch uns ein paar Bäume aussuchen, wo wir das komische Teil zum Entsaften dran klatschen. Das wäre auch nicht schlecht, wenn wir da langsam mal ein bisschen aufstocken. Weil man ja jetzt, habe ich das Crafting-Rezept schon, ja, hier Bienenhaus, da braucht man Maple Syrup. Und Bienen finde ich doch nicht so schlecht. Mayonnaise-Maschine bringt erst was, wenn man Eier hat. Aber das Teil, das brauchen wir. Das brauchen wir. Das erhöht den Preiszuwachs einfach mega. Holz, Stein und Kohle. Das können wir so. Kupfer sollte fertig sein, ja. Super, zum Schmied sollten wir es theoretisch auch noch schaffen. Praktisch natürlich nicht. Ah, 5, wann macht der? Der macht um 4 zu, oder? Der macht um 4 zu. Ja. Super. Ausgerechnet das Kupfer noch zu schmelzen, das hat Zeit gekostet. Hier. Wie viel Holz haben wir denn? 700. Stein haben wir ein bisschen. Nur Kohle macht mir Sorgen. Kohle ist immer so eine Mangelware. Fangen wir mal an mit 50 und 40. Kurz überlegen. Können wir 5 Stück? 40, 400, 200. Ah, ist knapp. Machen wir 3. Mit denen fangen wir auch mal hier oben an. Komm du da mal hier. Den werden wir später auch ein eigenes Haus bauen, weil da werden wir jetzt hier gleich Pale Ale mitmachen, wenn unser Hopfen denn fertig ist. Oh, das bringt was, ey, ich sag's euch. Bei meinem privaten Account habe ich das gemacht und ich habe diese... Oh, wie nennt man das? Ich überlege jetzt, wie es auf Deutsch heißt. Junge, hier, sag, wie heißt das nochmal? Ja, so ein Unterstand, so ein kleines Häuschen, was halt leer ist. Man kann ja hier für die Tiere was bauen. Und auch um Geräte oder ähnliches unterzustellen. Und das habe ich gebaut und da waren dann zum Schluss nur Gärfässer drin und diese... Ne, Pale Ale können wir da gar nicht mitmachen. Aber Dings Jelly... Oder was das auch immer ist. Eingelegt, Zopfen oder Bohnen. Oh, wir haben gar keine Ausdauer mehr. Und das bringt echt eine Menge Geld. Ja, mit der Sense können wir noch rumspielen. Die Bäume will ich eigentlich stehen lassen. Okay. So, unser Quarz ist fertig. Wir können leider nicht so viel machen aufgrund der Ausdauer. Unsere Felder sollten soweit fertig sein. Also sortieren wir aus. So. Wir behalten mal direkt 5 dieser Barren für uns. Noch irgendwas, was wir gleich mit zum Schmied nehmen könnten? Nee, ne? Sehe ich so nichts. Und gehen mal hier ins Bettchen. Komm, gehen wir eine Runde pennen.
ist besser für dich. So, jetzt aber erstmal was trinken. Ein Schlückchen brauche ich. Meteorit. Eindeutig Meteorit. Ein Random Event. Meine ich zumindest. Das war ein Meteorit, das habe ich doch gehört. Oder unser halbes Feld ist abgebrannt. Okay. Ein Earthquake during the night. Es war ein... Ach so, Dings Erdbeben letzte Nacht. Ist das Teil jetzt da oben frei? Ich habe Angst, dass unsere Felder kaputt sind. This is impressing. I lost my lucky purple shorts. I'm telling you because I think... Also, ich kenne die Quest. Er hat seine Purple Shorts, seine lilanen Hosen verloren. Ich weiß auch, wo sie ist. Er hat so eine kleine Affäre mit hier dieser Hofdame. Aber wir müssen uns mit der anfreunden, um an die ranzukommen. Da habe ich keinen Bock drauf. Gießkanne und die Felder außen müssen gegossen werden. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Ich weiß auch, dass ich wirklich übermäßig dieser Quests ablehne. Aber ich spiele das Spiel lieber so, wie ich es möchte, nicht wie das Spiel mir die Quests wirft. Ist ja auch ein Spiel, wo man das wohl machen kann, ne? Ansonsten, das ist ja alles so ein schlechtes Tutorial, wenn man das so sehen möchte. Das Spiel fängt halt viel zu spät an. Man bekommt gegen Ende des ersten... Nee. Doch, gegen Ende des... Frühlings oder Ende des Sommers einen Brief von seiner Oma, wo drin steht, dass manche Samen nur zu bestimmten Jahreszeiten wachsen. Wow. Sollte man eigentlich sowieso wissen. Und wenn man es nicht weiß, dann hat einem das Spiel bestimmt schon beigebracht. Zumindest bezweifle ich, dass jemand in Wirklichkeit so blöd ist und nicht weiß, dass du nicht alles in jeder Jahreszeit pflanzen kannst, erst recht nicht im Winter. So. Gegossen ist soweit alles. Wir gehen auch gleich zum Schmied. Ich mache aber einen Abstecher nach oben. Ich will gucken, ob dieses komische Teil frei ist. So, wir nehmen erstmal Steine mit, weil Steine sind Mangelware, hat man ja gerade gesehen. Sonst hätte ich noch mehr von diesen Fässern hergestellt. Und unsere Spitzhacke ist halt gleich weg, wenn das Geld reicht. Unsere Höhle noch gucken. Ich weiß nicht, wie das ist. Hier wachsen ja Pilze drin. Wann diese blöden Pilze anfangen zu wachsen. Ich schätze mal nach dem ersten Jahr. So hat sich das zumindest bei meinem ersten Spieldurchlauf angefühlt. Vielleicht können wir ja auch direkt gucken, was die ganzen Gebäude kosten. Liegt ja auf dem Weg. So, hier weg damit. Ja, ist frei. Komm hier. Damit man es wirklich sieht. Die Steine nehmen wir mit. Hier oben ist halt noch ein schöner Bereich. Hier wäre auch noch extrem schön viel Platz, um Sachen zu pflanzen. Jetzt haben wir auch ein Geode, noch besser. Dann lohnt sich das jetzt richtig, da unten hinzugehen. Da sieht man diese Eisenbahnstrecke. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, aber es wird später öfters die Meldung kommen, dass ein Zug Stardew Valley durchquert. Ich weiß nicht, kann man hier auch rein? Nein, kann man nicht. Kann man da was reinwerfen? Kann man nicht. Was hier oben ist, das sieht ja ganz klar wie ein Durchgang aus, keine Ahnung. Ich glaube, das hat was mit der Kriegergilde zu tun. Hier wäre die Zughaltestation. Kann ich da was reinwerfen? Weil irgendwas muss es ja damit zu tun auf sich haben, dass da ständig die Meldung kommt, dass ein Zug Stardew Valley durchquert. Da kann man auch nirgends rein. Und um es zu zeigen, werden wir jetzt noch das schöne Badehaus betreten. So, wir sind männlich. Weiblich kann man gar nicht rein. So, sieht man, wie hochkarätig das ist, da oben im Fitnessstudio. Wir als Landarbeiter können da nicht rein und haben uns mal blitzschnell umgezogen. Also, mal eben die Badehose gesprungen. Ne, die hatten wir sogar schon drunter. Und hier das wunderschöne Badehaus. Schwimmen wir mal eine kleine Runde. Die Problematik ist, ich bin auch schon mal darunter geschwommen, aber man kann hier nicht rennen oder schnell schwimmen. Das dauert zu lange, um hier rauszukommen.
Super, soll ich hier raus? Ach so, das ist der Raum für die Frauen. Und wirklich ganz vornehm, beziehungsweise regelkonform. Hier darf man nicht drin rennen. Ich will wissen, wer wirklich nicht im Freibad, Hallenbad oder so schon gerannt ist. Da rennt doch jeder. Die Sachen werfen wir auch nur eben wieder über und direkt weggerannt hier. Die Tage sind echt kurz, muss man sagen. Die Zeit wird jetzt auch etwas knapper schon. Aber alles noch akzeptabel. So, Robin, möchtest du uns jetzt vielleicht ein Angebot unterbreiten? Ja, möchte sie. Construction Farm Buildings. Der Coup würde 300 Holz, 100 Stein kosten. Nicht viel und 4000. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Und das Teil meinte ich. 15.000 kostet das. Da habe ich immer meine ganzen industriellen Sachen reingeklatscht. Also wir brauchen doch eine Menge, damit man da wirklich effizient, beziehungsweise damit man so ein blödes Ding bauen kann, weil ich lieber auf diese Jelly-Dinger setze, hier diese Marmeladenfässer. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Also Gerbottich weiß ich. Aber wie nennt man denn diese Fässer, wo drin man Marmelade herstellt? Keine Ahnung, ey. Wir haben 4 Geodes gefunden, das ist nicht schlecht. Oh, Junge, das beschäftigt mich hier. Das beschäftigt mich jetzt richtig. Da habe ich nämlich keinen Schimmer. Okay, dann gehen wir mal zu dir. Was würde ein Upgrade-Tool kosten? 2000. Dann können wir die Geodes noch eben aufmachen. Hier. 2000, danach sind wir ein bisschen pleite, ne? Und weg damit. Kupfer, super. Und Upgrade Tools, die Spitzhacke. Ist schon einmal verbessert. Die Axt meinte ich natürlich. Ich war gerade im Überlegen, hä, was will der von mir? Sollen wir mal irgendwas davon? Nee. Der Helle, sag ich schon. Der Emily schenken wir mal lieber Sachen. Wo wir wissen, dass sie die mag. Ey, nimm das Blümchen mit. Marschieren wir mal zu unserer Farm. Und dann schauen wir mal, was wir da noch so anstellen können. Ja, Minenarbeiten ist jetzt die nächsten beiden Tage eh nicht drin. Wie sieht es denn aus mit Feiertagen? Was für Feiertage haben wir die nächste Zeit? Oder Geburtstage vielleicht sogar. Die haben morgen Geburtstag, einen Feiertag. Wow, ah. Und Dance of the Moonlight Jellies. Okay. Also die nächsten stehen nächste Woche an und nochmal ein bisschen später. Da liegt ja noch ordentlich Zeit zwischen. Immer wenn ich diesen Bereich betrete, kommt keine Hintergrundmusik mehr, sondern diese Bienengeräusche. Schrecklich. So, ich packe jetzt hier mal raus und hol es danach aber auch wieder raus, weil ich was vorhab. Wir haben... Kohle ist wichtig, Amethyst behalten wir. Frozen Tier. Earth Crystal. Ich habe keine Ahnung, wofür man das alles braucht. Ich möchte nämlich auch wieder ein bisschen Geld haben. Clay, glaube ich, braucht man echt nur für das Drecksilo hier. So, jetzt kommen wir auch mal wieder an Geld. Bäume könnten wir noch fällen. Oder hier mal ein bisschen. Ich muss echt an Geld kommen. Ich muss diese riesen Dinger hier, Steine und diese Baumstümpfe müssen weg. Das ist einfach zu... Ach ja, die Axt haben wir jetzt reingepackt. Wir haben unsere Spitzhacke noch. So war das nicht reinfallen. Ach, ich stehe echt auf dem Schlauch. Mine geht noch. Kommen wir da noch durch, ja, irgendwie. So. Das.
So kommen wir zumindest an Steine heran. Da oben sehe ich noch einen. Da liegt noch einer. Ja, Steine sind halt wirklich auch so eine Mangelware irgendwann. Es sei denn, man geht in die Mine und zerlegt immer die großen, aber das kostet am Anfang immer alles so viel Ausdauer. Ausdauer ist wichtig, die kann man nicht dafür verschwenden in den Minen, um wirklich Stein zu sammeln. Oh, die Mieze, wie sie da liegt. Die ist high von unserem Hopfen. Da hat sie eine zu große Nase von genommen. Oh, falsche Truhe. Sortieren wir in der Zeit mal um. Ja, wir haben nichts zu tun. Gehen wir in die Haier. Komm. Guten Nacht und bin ich ja mal gespannt. Sweet Pia und Mining. Ja, ein bisschen Geld hat es gebracht auf 630 total. Ein bisschen Geld brauchten wir jetzt auch, da wir beim Schmied alles gelassen haben. Da haben wir ja echt eigentlich unser ganzes Geld gelassen. Wir dürfen jetzt bei 900 oder 800 sein, ne? Und es regnet super. 1000, oh, ein bisschen verschätzt. Habe ich gestern nicht in den Wetterbericht geschaut. Living on the land. Es wird beautiful and sunny. Okay. Ring, nicht schlecht. Das können wir noch nicht. Dann würde ich sagen, ab in die Mine. Falsche Spur. Weg, weg, weg. Und mitnehmen tun wir. Wo haben wir sie? Haben wir die letztes Mal so weggeraucht, das Zeug hier. Das Ding nehmen wir nicht mit. Ja, passt. Noch eben Dünger herstellen. Zack, 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 zack. Und hier noch ein bisschen und da den X-Button smashen. Jetzt mach doch hin. Super. Falsche Truhe. Dünger kommt hier. Da haben wir auch wieder ein bisschen Dünger. Sortieren wir das einmal um. So, ab in die Mine. Und tralalala. Da haben wir es hier. Hälfte haben wir geschafft. Naja, noch weniger als die Hälfte, aber wir sind auf gutem Wege dahin. Hoppla. Ich will eigentlich mein Touchpad, da ist irgendwas drauf, was so ein bisschen spitz ist. Also auf dem Controller, das Touchpad, da habe ich so ein bisschen rumgekratzt. Auf einmal geht das Menü auf. Wie spät haben wir es denn? Wir haben es gleich schon 0 Uhr. Da bin ich mal gespannt, wie lange ich das heute noch durchziehe. Boah, ist das laut. Boah, ich habe mich echt nicht erschreckt, aber Mann, hat mich das angeschrien. So, ab auf Etage 50. Die Waffe erstmal auf Anschlag. Und da kommt uns auch schon ein Schleimchen entgegen. Da war Hardwood, das ist nicht. Und Stiefel. Haben wir nicht. Thermalboots. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Unsere Schuhe machen momentan 2 und 1. Die machen 1 und 2. 2 und 1 gegen 1 und 2. Behalten wir die erstmal an, aber die Schuhe nach unten. Hardwood. Stein. So haben wir nämlich da oben ein bisschen Platz. Okay. Und natürlich erstmal einen Haufen Kupfer hier. Kupfer ist nicht schlecht. Wir müssen ja noch ein paar Werkzeuge verbessern. Und wir könnten damit auch neue Öfen noch bauen. Und weil es Spaß macht, zerschlage ich diese blöden Dinger auch noch. Das ist doch das komische Staubding. Schleim, du gehst auch noch drauf. Okay, hier kaputt. Ich glaube, wir haben es wütend gemacht. Und wir dürfen wieder alles umdrehen. Wo ist die Leiter versteckt? Eigentlich müsste man so eine Lotterie aufmachen, ne? Vorher so Standbild, das Spiel irgendwie Frozen. Dann so Wette, welchen Stein nehmt ihr? Wir nummerieren die Steine durch. Und dann so ein kleines Wettspiel. So, wer hat recht? So, die Leiter ist schon mal zu sehen. Ich guck trotzdem mal, da sehe ich eine Fledermaus.
Ist echt nicht schlecht, dass wir den Insektenkopf geschenkt bekommen haben in der Kriegergilde. So, da haben wir wieder das Kohleviecher. Jetzt kriegen wir auch wieder Silber. Brauchen wir für die Fässer da oben. Die müssen auch mehr werden. Bedeutend mehr. Deshalb habe ich nichts gegen Kohle. Nichts gegen Silber und nichts gegen Kohle. Kohle? Kupfer. Kohle hatte ich schon. Das Täschchen sieht aber schon leer aus. Ja, ist leer. Schade. Alter. Also übertreiben müsst ihr es jetzt nicht. Der Geist ist sofort weg. Nee, der kommt woanders. Hat er mich getroffen? Nein, doch, muss er. Der fliegt immer so weit weg. Oh, der war ein bisschen laut. Doch, du kleines Schleimchen. Machen wir dich auch noch kaputt hier. Da draufhauen. Weil Spaß macht, dann muss ich es einfach zauen. Hier. Da unten tanzt noch ein Schleim rum. Jetzt komm schon. Dieses langsamer Machen ist echt unfair. Vor allem, wenn man schon 20 von den Viechern vor sich hat. Jetzt geh doch drauf. Die sind ja echt noch leicht, die Schleime. Die haben jetzt auch eine schwache Waffe, wenn man es so sieht. Später die großen Schleime, die dann die kleinen Schleime darauf droppen, wenn man sie besiegt. Die sind mies. Okay, alle Gegner besiegt. Sieht danach aus. Das bedeutet wieder Steine kaputt machen. So, wir könnten jetzt auch Stein farmen. Das machen wir doch, glaube ich, einfach mal. Wir brauchen Stein, wir machen das. Das gibt immer genug. Ich weiß gar nicht, ob man damit eine Leiter droppen kann. Aber aufgrund unseres Steinmangels ist das nicht schlecht. Das wäre ein Ding gewesen. Direkt neben der Leiter ein Stein. Und da droppt dann die Leiter nach unten. Okay, so hier. Sollte ich vielleicht mal die Mitte machen. Sonst fange ich mit der Mitte immer an. Da ist es. Doch geht's ausdauertechnisch. Könnte schlimmer sein. Schleim haben wir. Weiter gucken. Hier, da. Und da haben wir Metall. Das ist doch Metall. Nicht Silber. Ich hab's wieder ganz Zeit gesagt. Silber, ne? Jetzt blödes Zeug heißt Metall. Ich muss mir echt so ein Zettel irgendwo dran klatschen. Aber das sieht halt für mich aus wie Silber. Ich weiß gar nicht, welche Spiele kenne ich, wo man Silber benutzt. Da gibt es dann auch verschiedene Stufen. Wo man dann halt Silber, Gold. Ist ja auch, ist ja auch blöd. Das ist Metall, oder? Silber, das heißt Iron. Ja, heißt Iron. Aber normalerweise muss man ja. Bronze gibt's nicht. Aber wir fangen ja mit Kupfer an. Ja, gut. Das macht ein bisschen Sinn. Ja, gut. Die Theorie ist falsch. Trotzdem kenne ich auch die Waffenstufen. Bronze, Gold, Silber, Gold. Darum will ich es auch Silber nennen. So, jetzt müssen wir Sachen reinwerfen. Fangen wir doch mal hiermit an. Das gibt mehr Energy. So. Eine Etage müssen wir auf jeden Fall noch schaffen. Da ist die Leiter. So, damit haben wir wieder einen Speicherpunkt erreicht. So, dieser Geist wieder, der macht mich fertig. So, der hat direkt Gold fallen lassen, das ist nicht schlecht. Gold gibt es erst hier, ich meine 10 oder 15 Etagen weiter unten. Ich glaube, wahrscheinlich wieder eine Scheiße, ey. Aber irgendwo da unten kommt dann erst Gold. Oder sogar noch später. So, ich will Stein haben. Kann ich mal gucken. Wie
wir dürften jetzt schon eine Menge Steine. 57, okay, es geht. Das aber auf jeden Fall wieder ein Marmelade-Mach-Dings-Apparat drin. Diesen Namen lasse ich mir patentieren. Der Name war so wunderschön, da ist die Leiter. Die Etage sieht... Da ist ein Monster. Ich dachte, so Monster-Leer wollte ich gerade sagen. Da musste, ich hatte bisher noch kein Event, wenn ich mich nicht irre. Also, wo die Monster mich in großer Vielzahl angreifen. Hm, wenn man vom Teufel spricht, mache ich dich eben nebenbei fertig. Dafür hatte ich schon Killerbienen ohne Ende. Dafür brauche ich nicht mein Event, damit die mich angreifen. Was war das denn? Du fliegst durch mich durch, während ich blocke. Aber machst mir Schaden. Jetzt kommt her, ihr. Ihr blöden Fledermäuse könnt nichts. So, hier rein damit. Ihr seid nur eine Nebenbeschäftigung, damit es nicht langweilig wird. Hier, komm ran auf den Meter. Aber die Ausdauer gibt nach. Das ist nicht so gut. Ja, komm her, wenn du unbedingt aufs Maul willst. Ich glaube, noch eine Etage schaffen. Also, Etage 60 dürfte das sein. 56, ja, 60. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Da müssen wir jetzt schon ordentlich Lack haben. Da hinterlaufen, Überraschung. Hier kommt der Hund, weil ich kaputt. So. Das hat so einen lila Ton hier. Ich dachte jetzt ehrlich, dass wieder so ein Event kommt, wo sie mich fertig machen wollen unbedingt. Okay. Eine Sache zum Essen hätten wir noch. So, parat. Ich kann ja mal gucken, ob wir mehr haben. Nope. Das heißt, das war's jetzt. Der Mauszeiger nervt. Ja, das ist auch blöd. Später in den Minen, da gibt's, in der anderen Mine, da gibt's so ein Viech, so ein fliegender Fisch, nenne ich ihn immer. Der droppt so ein scharfes Essen. Und da haben wir Diamant oder Saphir. Das könnte Diamant sein. Und es ist Diamant, super. Der droppt dann so ein scharfes Essen. Und das ist echt mega, also oh, könnten wir doch noch schaffen. Das ist mega, weil das extrem viel boostet. Also man kriegt einen temporären Boost von für irgendwas. Darum, oh hier Karotten, das ist nicht schlecht. Temporären Boost auf bestimmte Sachen. Ich meine Angriff und Tempo. Und gleichzeitig gibt es einen Haufen Energy und Leben. So, wir sind wieder im Rennen. Nur die Zeit wird knapp. Zwei Etagen müssen wir schaffen. Nicht unmöglich. Aber man kann auch versagen dabei. Ich will natürlich hier Metall mitnehmen. Ich hab aufgepasst. Ich wollte Silber sagen. Mitgedacht. Oh, hier. Den Kampf mache ich locker. Ach, sorry. Ich darf da nicht immer so oft daneben schlagen. Aber wenn wir hier raus sind, haben wir wieder einen Haufen. Da müssen wir alles mitnehmen, wenn wir wieder zum Schmied gehen. Oh, da ist Kohle. In der Tasche ist immer Kohle, wenn sie zu ist. Oh, bitte, lass hier doch irgendwo die blöde Leiter sein. Wir haben nicht mal Bomben dabei. Dabei hätten wir eine Sherry-Bomb zu Hause gehabt. Und es ist 9 Uhr. Nichts ist noch nicht verloren. Bedingt, wir finden jetzt die Leiter, ohne zu viel Ausdauer zu verplempern. Aber schon diese paar Steine sind eigentlich zu viel Ausdauer verplempert. Ah, das wird knapp. Und es wird knapper. Noch knapper.
Knapper. Ne. Das ist nicht mehr drin, oder? Eine Etage, ja, und dann ist es so eine. Das ist zeitlich blöd. Wenn wir da jetzt runterlaufen, ist die Chance extrem hoch, dass wir zusammenklappen. Ich muss jetzt während des Events noch runterlaufen. Sonst passt das zeitlich gar nicht mehr. Und die Ausdauer ist halt total für den Arsch gerade. Ich muss hier sogar während des Events im Laufen fertig machen, aber das geht hier nicht mehr. Luck! Also das war echt Glück. So, wir haben jetzt diesen Deutsch bekommen, der macht 4 bis 10, 50% bzw. plus 50 Critical Change. Ja, 50% dürfte es sein. Und hat ein Gewicht plus 5. Das macht 10 bis 20, 4 bis 10. Der Unterschied ist halt. Und der Spezialangriff. Muss man schauen, wie man es benutzt. Aber jetzt hier raus und schnell nach Hause latschen. Aber ganz dolly hier. So. Unser kleiner Ring des Lichtes erfüllt unsere Umgebung mit Licht. Würde ja auch nicht so heißen. Aber sonst wäre es mir auch viel zu dunkel. Ah, wir kommen mir jetzt locker rechtzeitig zu Hause an. Wir müssen bloß gucken, was für Gegner da auf uns warten. Wundert mich, dass unsere Saat nicht kaputt macht. Alter! Nicht dein Ernst, dass du direkt da auf uns wartest. Ich habe jetzt mal den Deutsch benutzt. Einfach so, just for fun. Ja, die Zeit reicht, glaube ich, noch um auszusortieren und wieder aufzunehmen. Mitnehmen tun wir mal. Kommen da erstmal rein. Pflanzenzeugs, was ich zumindest so empfinde. Dazu gehören auch Tierprodukte oder Reste, sagen wir es so. Okay. Einmal sortieren. Gold haben wir noch. Einschmelzen können wir auf jeden Fall einen Haufen davon. Crystal, davon können wir zwei weg. Frozen Geo. Bla 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 bla. Topaz. Quarz haben wir 5. Schmelzen wir erstmal das ganze Quarz ein. So. Das schmeißen wir eben weg. Dich Monster lassen wir in Ruhe. Und dann geht es für uns ins Bettchen. Einfach mal eine schöne Runde schlafen. Ein bisschen Gewinn haben wir auch gemacht. Da ich ja diese, wie hießen sie jetzt, Frozen Tier da reingeworfen habe, 150, 75, das ist jetzt kein überragender Preis, aber Geld ist Geld, ne? So muss man es sehen. Und es speichert und speichert und speichert. Wetterbericht. Der Wetterbericht sagte uns, es wird ein schöner Tag morgen. Ein beautiful sunny day. Okay. Nehmen wir das eben mit beim Vorbeilaufen. Unsere Pflanzen brauchen ein wenig Zuneigung unserer Gießkanne. Das soll auch nicht das Problem sein. Und dann, welchen haben wir den 5. Unser Wheat ist fertig, wenn ich es richtig sehe. Unsere Wheat-Plantage hier. Welchen haben wir? Freitag. Das haben wir einfach nochmal. Es hat jetzt 5 Tage gedauert, bis das Zeug reif war. Sollen wir noch eine Plantage? Ich muss mal gucken. Das dürfte ich aber nicht. Es wäre kurios, wenn ich daraus Marmelade machen könnte. Die Qualität ist sogar ziemlich gut. Es geht. Wir behalten das Zeug einfach mal und
Dadurch, dass wir es da reinwerfen, gewinnt es ordentlich an Qualität. Oh, die Katze, die miaut aber süß. So. Dann holen wir uns gleich nochmal Weed. Das Geld reicht dafür locker. Gießen wir das schon mal vorträglich. Das geht ja wohl, ne? So, hier alles nochmal gießen. Und ich glaube, wir haben dieses Feld einmal vergessen. Was soll's. Und mal gucken, was wir jetzt einschmelzen. Da. Wir müssen unbedingt bei Emily vorbeischauen. Dann lassen wir den nochmal da drin. Unsere Spitzhacke braucht noch, unsere Axt braucht noch einen Tag. Kupfer könnten wir einschmelzen, Eisen. Kupfer, erstmal Kupfer. 5 Stück macht 25. Und 5 Kohle. Okay, wie macht man es jetzt am besten? Ja, wir nehmen mal die Angel mit. Vielleicht haben wir ja Langeweile. Oder Zeit. Wer weiß. Weil ein bisschen Zeit müssen wir, glaube ich, schon rausholen. Nicht viel, aber ein Fisch könnte man damit wahrscheinlich schon fangen mit der Zeit hier. Ja, komm. Ich glaube, ich habe in dem ganzen Spiel hier noch kein einziges Mal geangelt. Also auf diesem Spielstand. Das kann man doch mal machen. Probieren wir es doch mal. Zeit haben wir ja ein bisschen. Man hat es gesehen. Bin ein bisschen geübt darin. Also auf meinen anderen Spielständen angel ich hin und wieder mal. Das Tutorial brauche ich daneben jetzt auch nicht. Es gibt halt ab und zu Fische, die kann man gefühlt nicht fangen. Also die sind mega so. Sunfish. Dann gehen wir doch mal hier. Gucken. Jetzt fahren wir M-Tron. Ja, da hast du recht. Ich wollte gerne nochmal Weed kaufen. Und zwar 18. Soll ich es vielleicht total übertreiben und noch, ne? Und noch ein Feld Weed machen? Oder vielleicht sogar zwei? Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Kann ich machen. Aber dann würde automatisch Minenarbeit ein bisschen mehr rausfallen. To put a quartz on a chain, please. Du, ich habe kein Quarz mehr. Ich habe es gerade alles eingeschmolzen. Sonst hätte ich die Quest angenommen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr zumindest tun würdet. Also anpflanzen würde auf jeden Fall mehr Geld bringen. Minenarbeit würde Werkzeuge schneller voranbringen. Haben wir doch Quarz, haben wir doch schon eingeschmolzen. Ja, haben wir. Und die Melonen, die haben wir auch vergessen zu gießen. Falsches Feld. So. Gedüngt ist das Ding da unten noch. Dann einmal den Säelauf hier und haben wir das auch. Dann gießen wir eben. Und mir hat es gerade ein bisschen Spaß gemacht. Hier stellen wir uns mal hier an unseren See und rein damit. Mal gucken, vielleicht beißt ja was an. Und jetzt gehen wir gleich auch bei Emily vorbeischauen. Wie angeln glatt eine Brille. Die werfe ich aber nicht weg. Wenn man das alles später verwerten kann. Den Fisch werfe ich aber weg. Bis wir kochen können, dauert es ewig. Das ist viel effizienter, dass er jetzt Geld bringt. So, 11 Uhr. Emily dürfte das Haus schon verlassen haben oder zumindest ihr Zimmer. So. Das ist er nicht. Da kann ich nicht. Oh, ich sehe es kommen gleich. Ich drücke X und dann macht Haley die Tür auf. Event. Sie schläft. Und das sieht aus, als ob wir in ihren Traum gehen. Oh Mann, was ist das denn?
Ich überlege, wie man das übersetzt. Keine Möglichkeit. Sie mediziert. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Sie erstreckt sich, weil sie uns sieht. Why are you here? Warum bist du hier? Ach, guckt euch mal die Bäume an. Friendships. Träumt die denn für einen kranken Scheiß? Alter, die träumt doch nicht, die ist high. That's reminded my of something. Das ist mein Traum. In the tiniest plane, simple slight holds a wonderful secret. Das ist im Großen und Ganzen ein tolles Kino. I know why you are. Ich weiß, warum du hier bist. Das ist eine Einbildung. Hahaha. Die Übersetzungen sind 100 pro falsch, aber es wird schon irgendwie stimmen. Es ist sinngemäß. Sinngemäß stimmt es. Das reicht mir. So, da sind wir schon raus. Da lugt sie unter der Bettdecke durch. Was ich mich frage, wäre diese Animation auch gekommen, wenn Emily gerade das Haus verlassen hätte? Es ist was Spezielles an dir, M-Tron. Ja, das ist nicht wohl interessant. Es hat mein Interesse geweckt. So, kommst du da auch noch raus oder bist du gar nicht hier? Oh, wir sind stark genug mit dir befreundet. Hätte ich jetzt noch nicht gedacht. It's a ball of blue cloth. There, please cut out of it and little embroidered pin along the fringe. Nee, kein Bock, das jetzt zu übersetzen. Das war mir zu viel. Zu viel, zu viel. So. Wir haben auch schon Fortschritt. 3 Herzchen nach dem nächsten Geschenk dürften wir bei 4 sein. Da ist der Louis. Ich weiß gar nicht. Sollen wir mal gucken? Sollen wir einfach mal gucken, ob die Spitzhacke fertig ist? Die ist fertig, fällt mir ein. Aber bevor wir dahin. Die Spitzhacke. Ey, warum immer Spitzhacke? Die Axt. Eindeutig die Axt. Aber bevor wir da hingehen, nehmen wir noch den ganzen Kram für den mit. Da haben wir ja ordentlich was. Ja, das ist wieder hin und her gelaufen. Das weiß ich, aber... Da jetzt hinzugehen und dann das Zeug noch in der Truhe zu haben, das ist auch irgendwo Verschwendung. So. Du kommst weg. Du musst zu Günther. Frozen Geod. Geod. Sonst noch irgendwas? Nein. Obwohl wir Metall erstmal einschmelzen können, auch noch wieder 25 von und Kohle. Komm hier. Passt. Dann wollen wir mal. Jetzt dürfen wir da wieder hinlatschen ohne Ende. Ich muss unbedingt Yo-Yo Corporation machen, oder das. Ah, diese. Die Loren kriege ich auch noch nicht jetzt fertig, ne. Vielleicht sollte ich doch die Weed Plantage machen. Und dadurch würde ich ja schneller an Geld kommen. Könnte die Yo-Yo Corporation schneller voranbringen. Ich trete da gleich auch mal bei. Das machen wir gleich mal schnell. Bevor wir zu dir gehen, gehen wir noch eben hoch. Vielleicht finden wir ja was Interessantes in die Geodes. Drück mal die Axt in die Hand. Super. Hast du toll gemacht. Ich hab den Namen vergessen. Hau mal da drauf. Oh, Iridium? Ne, Fluoratopoietit. Irgendwie sowas. Dieser Name, das sind ja Zungenbrecher. Was ist das wieder? Soapstone. Seifenstein. Kohle und... Lunarit. Lunarit Mondstein. Oder sowas. Mondgestein, irgendwie so... Da haben wir doch ein bisschen mehr zum Spenden für den. Vielleicht kriegen wir auch einen Reward zurück. Donation to the Museum. Diamanten. Pack ich mal hier hin. Das komische Zeug. Das wird auch noch hin. Ja, ein Reward. 2 Stück direkt hintereinander. Was hast du denn Schönes für uns? Ein Bild. Und ein dummer Stein, der Geräusche macht, wenn man ihn antatscht.
überragend. So, wir machen jetzt einfach... Haley. Alter. Die ist aber auch breiter als jeder andere Türsteher. Die stellt sich auf die Brücke. Und die deutschen Panzer wären früher nicht durchgekommen. Okay, für so ein Spiel war der Witz jetzt etwas hart. Naja, was soll's. Da habe ich schon dran getatscht. Da habe ich auch schon dran getatscht. Naja. Wir haben Freitag, dann nehmen wir jetzt hier die Wheat 1836. Das Geld reicht. 36. Und du kannst noch da oben hin. Super. Dann, ja, da kommen hier. Da ist die Quenny und kümmert sich um die Blümchen. Boah, diese Vögel hören sich an wie eine Schaukel zwischendurch. So, das kommt eben hier rein. Genauso wie das, das und das. Falsche Truhe. Diesen Müll packen wir hier rein. Das Zeug nehmen wir mit. Und auch hier. Nein. Nein. Ja. Kommt hier mit rein. Dann eben überlegen, wie wir das denn jetzt machen. Auf jeden Fall mit sortieren. Mit mehr sortieren. Dann kann die Angel auch wieder weg. Dann kann man noch besser sortieren. Okay. Einfach nach oben? Ja, nach oben, oder? Würde ich sagen. Dürfte gehen, ne? Können wir eigentlich den Vogelscheuche hier in die Mitte setzen? Ich guck mal. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, es passt nicht. Wir könnten die schräg machen. Das wird aber komisch aus. Ah, wir machen das jetzt einfach. 1, 2, 3. Falsch abgezählt, was soll's. Okay, wenn wir ein Feld hier eben schräg hin machen. So. 2, 3, 4, 5, 6. So. Damit hätten wir ein 6er Feld. Hier können wir noch nach da. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir Plan B. Machen wir ein großes Wheatfeld. So. Unsere Ausdauer gibt jetzt schon wieder auf. Super. Und Clay. Kommt vorerst hier rein. Dünger haben wir. Wo? Da haben wir Dünger. Dürfen wir gleich auch noch alles gießen. So, hier. Und da noch. Und das gleiche alles nochmal. Rechts, links, oben, unten. So. Und das dürfen wir jetzt alles gießen. Ich glaube, hier ist eine Kombo vom einfach hochlaufen besser als immer das Gießen und dann die Seite wechseln. Muss ich mal schauen. Oh, jetzt habe ich mich um eins verzählt. Also um eins vertan. Verzählt kann man das auch nicht nennen. Okay, so. Ein kleines Feld ist angelegt. Hätten wir eigentlich direkt Saatgut kaufen können, weil das Feld hier gleich fertig ist. Wie läuft es eigentlich da oben? Ist noch in Arbeit, das dauert ewig, bis das fertig ist. Hätten wir dafür genug? Eigentlich schon, ne? Steinholz und Kohle haben wir ein bisschen. Kohle 8 ist aber heftig. Kommen wir zumindest auf 5. Hier, ich mach das jetzt einfach. Diese Statue packe ich da oben auch einfach zu. So.
falsche Truhe. Gib mir mal hier zwei davon. Ja, ich höre dich hier rumlaufen, Schleim. Du interessierst mich aber null. Falsche Truhe, du gehörst hier rein. So. Dann schlafen gehen. Und ich würde auch sagen, dass ich hier einen Cut setze. Beziehungsweise kein Cut, ein Ende mache. Kurz gucken, der Fisch hat ein bisschen was gebracht. 30, wow. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ciao. Wow, bin ich talentiert. Starte ich eine Spielaufnahme. Ich wollte natürlich das drücken, die Übertragungseinstellungen und Übertragung beenden. Jetzt aber. Ciao.